Mein grüner Lieblingsplatz. Tipps von unserem Pflanzenprofi Andreas Modery auf BR Schlager. Ja, und da sage ich gleich vorneweg, ich bin wirklich 0,0 kälteempfindlich. Eher Typ T-Shirt als Pulli, aber die letzten Tage, glaube ich, ich denke mal, Ihnen ging es da ganz ähnlich. Da hat uns doch niemand in den Garten rausgebracht oder auf den Balkon. Es war einfach frisch. Aber jetzt wird es wärmer und wir können einiges tun, damit es im Sommer wieder richtig schön blüht und toll aussieht bei uns. Und unser Gartenexperte Andreas Modery sagt auch, im Frühling wird der Sommer gepflanzt. Das ist eine alte Gärtnerweisheit. Andreas, grüß dich, servus. Guten Morgen, Markus. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Was würdest du denn sagen, was hat jetzt seine Zeit? Was pflanzen wir denn jetzt schon am besten? Also bei den Pflanzen muss ich dir gleich sagen, am liebsten wäre es, wenn wir noch im Haus pflanzen. Mhm. Nämlich unsere Dahlien. Die können wir jetzt wunderbar vorziehen. Das ist eine Sommer-Herbst-Schönheit. Und wenn wir die jetzt gleich einsetzen, haben wir einen ganz, ganz großen Vorteil, dass nämlich diese Dahlien anfangen zum Austreiben. Mhm. Das heißt, sie können dann später, weil sie dürfen ja noch nicht in die Erde raus draußen, so geht es ja genauso wie dir. Es ist ihnen einfach noch zu kalt, wir warten da noch ein bisschen ab. Aber wichtig ist, dass sie jetzt mal vortreiben können. Und das bedeutet, wenn wir sie dann ins Freie setzen, dass sie schneller ihre Blüte zeigen und, weil sie ja schon etwas weiter vorangetrieben sind, die Blätter den Schnecken nicht mehr schmecken. Da sind Bitterstoffe drin. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und wie kann ich die Dahlien denn vorbereiten, beziehungsweise wann kann ich sie denn dann auch einpflanzen? Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sie zum Vorziehen. Und da brauchen wir einfach nur einen ganz normalen Blumentopf. Den füllen wir mit Erde und setzen diese Knolle einfach flach hinein. Übrigens, der kleine abgeschnittene Stiel vom letzten Jahr oder wenn man sie neu kauft, sieht man ja diese Ansätze. Das darf man ruhig nach außen sehen, dass da tatsächlich unsere Dahlie drin sitzt. Und das Gefäß muss auch nicht viel größer sein als die Knolle. Übrigens, Dahlien eignen sich auch hervorragend für Balkon und Terrasse. Man kann sie also jetzt schon, wenn man Kübel hat, schon richtig gehend in die Kübel bringen, die dann später dann auf Balkon und Terrasse diese herrliche Blütenpracht haben. Ja, und sobald es dann draußen einigermaßen ist, weißt du, kennst du die kalte Sophie? Ja, ja, klar. Die der Eisheiligen, die kommt ja dann immer noch, ne? Richtig. Und die kommt nämlich, Markus, am 15. Mai. Und das ist für mich der Stichtag. Da dürfen die raus, weil dann der Bodenfrost nicht mehr so schlimm ist. Und dann haben sie auch eine ordentliche Größe erreicht. Wie sieht es denn noch mit anderen Pflanzen aus, sage ich mal? Wird ja noch genügend geben, die auch relativ kälteempfindlich sind. Wo sagst du auch, boah, da bitte noch warten, bevor ich die Pflanzen außen einsetze? Ich sehe es eigentlich fast jeden Tag in der Nachbarschaft. Man setzt jetzt schon die Tomaten und die Chili und so weiter rein. Bitte, bitte nicht. Mhm. Das sind noch ganz empfindliche Gemüsesorten, die erst noch heranwachsen müssen. Auch da warten wir. Bitte, ich weiß, das bedeutet Geduld, aber der grüne Daumen ist ja die Geduld. Einfach warten, bis die kalte Sophie vorbei ist. Dann dürfen Tomaten und Co., Paprika dürfen alle dann in den Garten. Aber vorher bitte nicht. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber ich möchte irgendwie schon mal was machen und ich möchte schon mal loslegen draußen, gibt's denn was, um, sage ich mal, den Garten schon mal vorzubereiten? Kosmetik ist angesagt, mein Lieber. Wenn wir jetzt draußen was tun möchten, wie wäre es, wenn wir die Beete mal vorbereiten? Das ist doch ganz entscheidend. Das heißt, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass wir ein schönes Bett unseren Pflänzchen geben wollen, dann ist es optimal. Wir setzen einfach dafür den Grubber ein und sorgen dafür, dass die Erde schön gelockert wird. Bitte nicht zum Spaten greifen, das gehört überhaupt nicht mit dazu. Okay. Und so kann man eines noch machen, wenn ich das sagen darf. Man sollte auch gleich den Vogelknöterich oder die Vogelmiere, das sind so kleine, ungeliebte Kräuter, um es mal so auszudrücken, die wir unbedingt aus den Beeten raussammeln sollten. Also jäten ist auch schon angesagt. Also um es mal anders zu sagen, es gibt immer was zu tun im Garten, ne? Auch so wenn wir aktuell noch ein bisschen warten müssen. Dankeschön für deine Tipps. Können wir uns gleich am Wochenende an die Arbeit machen. Unser Gartenexperte Andreas Modery war das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mein grüner Lieblingsplatz. Tipps von unserem Pflanzenprofi Andreas Modery auf BR Schlager.